Hallo Leute, willkommen zurück zu meiner Krass-Toriaserie, wo wir gerade mit einer Forschung fertig geworden sind. Wir haben noch einiges aufgereiht und letztes Mal haben wir die roten Schaltkreise gebaut. Dieses Setup etwas intensiv an Greifarmen. Aber ansonsten bin ich ziemlich zufrieden, wie das so funktioniert. Und das heißt, heute können wir uns hier unten dran machen und die blauen Technologiekarten bauen. Dafür brauchen wir neben den roten Schaltkreisen die Technologiekarten, Schwefelsäure und Glas. Schwefelsäure haben wir da oben in einem Kessel drin. Und hier machen wir erstmal etwas Platz. Sehr gut. Und dann denke ich, verwenden wir wieder das gleiche Setup wie da. Lass uns noch kurz rausfinden, was wir denn hierfür brauchen, verhältnismäßig. Ich glaube, standardmäßig sind wir hier auf 1. Ja. Wir machen das in etwa hier. Da machen wir die. Und da kommen dann die Drähte raus. Das heißt, hier Kupfer, hier Eisen. Wir machen das vielleicht hier von dem Band. Gut. Und dann da geht's raus. Und dann, wie viel haben wir da? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Die blauen. Die Schwefeleingänge machen wir auf dieser Seite. Machen wir hier die Eingänge. Und da können wir die roten Schaltkreise drauflegen. Denn von denen brauchen wir gleich viel wie von den Technologiekarten. Nicht eine
ungeheure Menge. Aber uns gehen die Untergrundbänder aus, aber glücklicherweise haben wir diese ja auch schon automatisiert, auch wenn wir anscheinend mehr verbrauchen, als wir produzieren. Wahrscheinlich, weil es uns an Eisen mangelt. Gut, dann können wir das bis hier vorne weiterziehen. Glas müssen wir auch noch irgendwo auf ein Band legen. Und hier machen wir das so. Puh. Und den Ausgang können wir hier hin machen. Und das kommt dann mit aufs Band. Auf diese Seite. Ich glaube, von denen muss ich mir ein paar bauen. Dann brauche ich mehr Eisen. Und dann müssen wir von irgendwo uns die Schwefelsäure besorgen. Ich gehe mal hier hoch, bis mir die Untergrundrohre ausgehen. Sehr gut. Batterien. Wir brauchen ein paar Rohre für da unten. Und dann knicken wir doch jeden zweiten Mal kurz. Und hier kommt dann noch Glas ran. Hierüber. So. Das heißt, wir müssen all unsere Bänder bis hier vorne legen. Und dann fehlt es nur noch an der Schwefelsäure.
und am Strom. Na, machen wir zuerst die Rohre da unten. Vielleicht hier. Mehr Strommasten würden wahrscheinlich nicht schaden. Auch die müssen wir irgendwann mal automatisieren. Etwa auf der Höhe sind wir stehen geblieben. Das bringt uns hier oben durch. Wir müssen eins weiter runter. Und hier hinter den Bäumen sehen wir überhaupt nichts. Das ist nicht hilfreich. Ah, wir sind zu weit. Und einmal verbinden und dann fehlt uns da unten nur noch der Strom. Naja, vielleicht das mit den kleinen Strommasten nicht allzu hilfreich. Ja, dann knicken wir hier vielleicht auch kurz. Dann funktioniert das nämlich. Und sobald wir hier die mittleren Strommasten produzieren können, oder zumindest in der Tasche haben, so, alles mit Strom versorgt. Und da kommen die ersten blauen Kärtchen. Sehr gut. Das ging ja schneller als gedacht. Das heißt, die nächsten Kärtchen müssen wir von weiter hinten reinknicken. Und,
Wir sind schon fast durch. Das heißt, nun können wir uns endlich dem Radar annehmen, was wir schon so lange wollten. Und dann vielleicht machen wir noch die Umspannwerke. Das sieht interessant aus. Die werden wir dann auch brauchen. Und dann fangen wir doch mal mit denen an. Wieso haben wir da Kupfer mit drin? Das sollte nicht sein. Okay. Kupfer kommt anscheinend. Ah, ja, kommt von da oben. Das könnte der Grund sein, warum dass wir so wenig Eisen haben, weil wir nicht alle Öfen mit Erz befüllen können, weil da unglücklicherweise auch noch Kupfererz mit drin ist. Gut, das war wahrscheinlich noch nicht alles, aber ein guter Teil. Dann geben wir hier das restliche Erz mit rein. Und auch das Eisenerz. Okay, so weit, so gut. Wenn wir uns die Militärkärtchen anschauen, da brauchen wir dann die Beißer-Forschungsdaten und die brauchen Biomasse und Stahlplatten. Plus Koks. Und rein aus Neugierde, was verwendet Koks? Für die Forschungsdaten, für die Stahlplatten, das haben wir. Stahlträger. Stahlzahnrad. Und das. Die kann ich aber auch direkt aus Stahl herstellen. Das heißt, eigentlich brauchen wir das nur für die Herstellung der Forschungsdaten und für Stahl. Wenn ich mir überlege, wo brauchen wir überall Kohle? Für die Munition, für Koks, Sprengstoff.
So gesehen macht es wahrscheinlich nicht sehr viel Unterschied, ob wir Kohle oder Koks nach hinten durchreichen. Aber Kohle gibt uns etwas mehr Möglichkeiten. Darum denke ich, wir legen wir hier Kohle auf den Bus, dass wir dann für die Beißer Forschungsdaten in Koks umwandeln können. Den bis ganz nach hinten. Und dann müssen wir schauen, wo wir da vorne vielleicht holen wir uns das von hier. Auch hier haben wir das falsche Material drauf. Und hier unten scheint es sich bereinigt zu haben. Alles draußen. Gut. Und es gibt da eine Forschung, die da hier, mit dieser können wir selber Biomasse herstellen. Das heißt, wir werden die brauchen plus dann die hier. Reihen wir die gleich auch nochmal ein, denn derzeit haben wir eine endliche Menge an Biomasse. Ja, nicht ganz wenig. Aber unsere einzige Quelle, daran zu kommen, ist Beißernester platt zu machen. Und das ist nicht unbedingt etwas, womit ich meine Zeit vertreiben möchte. Ich baue lieber hier an unserer Basis weiter. Aber nicht mehr heute, sondern erst in der nächsten Folge. Wie wir sehen, blaue Technologiekarten stauen sich auch schon bereits. Sehr gut, so gefällt es mir. Also bis zum nächsten Mal und tschüss.